hier liegt einer. Mit Blümchen. Dämmerungsoni, dem Einbruch danach folgt der Tod. Okay, das muss man ganz plötzlich interessant an. Schwertkit. Okay, aber naja, optisch nicht so, der Burner. Zu bunt. Ich mag es dann doch eher schlicht. Das hier ist nicht schlecht. So. Das haben wir dann auch erledigt. Jetzt gehen wir weiter. Hammer und Schmiedefeuer. Unten wäre noch eine Nebenquest. Diener des Volkes. Könnten noch erstmal zurückgehen und dann wieder hoch. Ja, komm, wir gehen erstmal zurück. Holen das Geschenk ab. Upgraden eventuell. Wisst ihr, wer nicht hungert? Yasunori. So, rachsüchtiger Fürst. Warum haben die alle so eine komischen Bärte dran? Das sieht so furchtbar aus, finde ich. Können wir einen Punkt verteilen, oder? Was haben wir denn? Taifun-Tritte-Stunden im Weiterzug und fügen zu Taumelschaden zu. Hört sich nicht schlecht an. Aber Geist ist halt auch wichtig, ne? Dass wir da weitermachen. Böller. Haftbombe. Stürze. Okay. Juno holt sich nach tiefen Stürzen ab. Ein Trick von Dieben. Ja, das nehmen wir mal mit. Ist ein elender Shireme. Drei Verbesserungen verfügbar, ne? Dann. Stehlen und zu töten. Er hat eine große Familie. Sein jüngstes Kind ist verhungert. Die anderen Halsabschneider bei ihm sind keine Verwandten. Aber Yasunori, an seiner Stelle... den Bogen können wir verbessern. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Nichts schlägt einen perfekten Schuss. Kurzbogen 3. Ich hätte gerne mal einen Langbogen oder sowas. Ein unvergleichlicher Bogen. Ihr habt meinen Dank. Danke. Es ist mir eine Ehre, an eurem Bogen zu arbeiten. Hier ist nirgends ein Tropfen Sake zu finden. Kann man noch irgendeine Verbesserung machen? Ich weiß es nicht. Mal ganz kurz gucken. Der Vogel, der bringt einen aber auch immer hier irgendwie nach da oben. Ihr kamt aus Asamo? Wir hielten uns bei Tag verstärkt. Zogen nur nach uns weiter. Da ist der Vogel. Jetzt kriege ich den Vogel mal. Fliegt da wieder hoch? Soll ich denn da hochkommen? Hier ist der Vogel, da geht's nochmal hoch oder was? Nach dahin? Nee, das lohnt sich nicht. Doch, lohnt sich. Heiße Quelle. Das lohnt sich. So, über was denken wir denn mal nach? Hätte ich hier bloß Gesellschaft. Es ist zu lange her. Wow. Da kriegen wir ja echt viel Gesundheit. Aber naja, immerhin besser als nichts. So. Quest erledigt. Jetzt könnten wir da weitermachen. Viel Erweiterung. Oder wir gehen hier unten weiterhin. Was machen wir denn mal?
Ich glaube, wir gehen dahin, ne? Schmiede von Komatsu, da kommen wir nicht hin. Dahin, okay, pass auf, wir gehen dahin, wir machen mal die Schmiede. Hammer und Schmiedefeuer, na dann. Oh. 470 Meter. Dann wird uns bestimmt auf dem Weg dorthin auch noch was passieren. So. Hat nicht geklappt. Das war doof. Wollt's mal ausprobieren? Oh. Jetzt hat's geklappt. Eine harte Landung, aber nützlich. Wer stellt sich mir zuerst? Na komm, zeig, was du kannst. Sugal Selme. Sehr schön. Einer weniger. Rosso! So, wieder einen Punkt verdient. So schnell kann es gehen. War ja natürlich nicht geplant, aber wenn die uns über den Weg laufen, hey, dann sage ich doch nicht nein. Na, dann nehmen wir sie doch einfach mal mit. In die Richtung müssen wir. Können wir denn ganz kurz den Punkt... Haben wir da eigentlich was Besseres mittlerweile? Talisman der Entschlossenheit. Wir haben so viele Talismänner. Niederer, 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 alles niederer. Hm. Verbesserung. Die müssen wir echt verbessern, ey. So, Ablenkung für den Samurai. Mal gucken, halt. Parieren, unblockbaren Angriff. Entschlossene Parade. Schulterstoß. Wind der Gesundheit. Bade in stärkeren Wasser und erhöhe deine maximale Gesundheit, okay? Ja, aber Gesundheit ist auch nicht verkehrt. Kann nicht schaden. So, weiter geht's. 290 Meter. Was haben wir denn da? Seid ihr so feige? Komm, zeig dich. Mongolito. Komm. So, du bist auch erledigt. Komatsu, Yuno und Taka sollten dort sein. Mhm.
Mhm. Fällt mir nicht. Aha, das. So. War so überlebt, ey. Ha. Sieht nach einem Wolf aus. Können wir es killen? Oh ja. Okay. Hier ist ja nix, kein Gegner. Aber eine Menge Vorräte. Das kann auch nur ich. Oh Mann. Ed. Manchmal bist du echt wirklich zu dämlich, um zu laufen. Da hinten. In die Richtung. Raubtierfälle nehme ich auch mit. Why not? Kunai sind voll. Okay, können wir da raus. Der Wind führt uns aber auch in die Richtung, ne? Genau in die Richtung. Irgendwas ist doch hier faul. Wir gehen natürlich nicht über die Brücke. Dort ist ein Kampf. Ja, wo? Sehe es noch nicht. Erstmal haben wir hier noch einen Vogel. Nicht hier blind durch die Gegend laufen. Wo ist der? Da ist der Vogel. Komm, zeig mir, wo du hin willst. Weg. Nee, da. Wohin denn, mein Freund? Ach, wie so ein Bambus-Ding. Oh. Mann. Boah, Alter, noch komplizierter. Ja. Noch komplizierter. Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich, diese Bambus-Dinger, die sind scheiße.
Mann, 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 ey. So schnell kannst du gar nicht drücken. Fünf. Jetzt habe ich es abgebrochen. Ah. Wie gesagt, so schnell kann ich gar nicht drücken. Fünf, also fünf schaffe ich, aber... Oh, Alter, ey. Meine Güte, sage ich nur. Na, mal gucken, was hier los ist. Oder sehe ich was auf dem Dach liegen? Alles mitnehmen. Leder. Noch ein Vogel? Na gut, dann feuern wir den Vogel nochmal. Ja, wohin denn? Nach oben. Hm. Weil ich glaube, das war nicht der Fall, was der Vogel uns zeigen wollte. Vorräte und so weiter nehmen wir gerne mit. Eisen nehmen wir auch gerne mit. Wo war jetzt der Kampf? Und vor allem, wo war der Vogel? Da ist der Vogel. Ja, wohin willst du denn? Lassen wir den Vogel erstmal Vogel sein und kümmern uns um unsere Quest, die wir hier haben. Weil der Vogel mir dann doch schon was sagen will. Was will er mir denn sagen? Ist hier irgendwo was? Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ich folge dir doch schon die ganze Zeit. So, du sagst mir hier, flieg hier rum. Bin ich hier oben? Da ist eine Blume. Mm-hmm.
Also hier vielleicht hier hoch. Ja. Der Vogel eiert da unten lang. Hey, da fliegt in die Richtung. Kann ja nicht sein, ey. Wo ist der Vogel jetzt hin? Kann ja irgendwie nicht sein, oder? Oder was ist der Buggy oder sowas? Merkwürdige Sache. Egal. Ah, wir gehen mal, ach, da hinten ist der Kampf. Na schön, wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie was machen können. Ja, auf jeden Fall kommen wir hier hoch. Eine Menge Vorräte, das ist schon mal schick. Immer noch mal höher. So. Nochmal hoch. Ich hammel Kopf, ey. Oh. So kann man auch seine Ressourcen verschwenden. Zu hoch, oder? Na komm. Einer weniger. Yuna, bist du das? Jin! Meine Güte. Da bist du ja. Was ist hier passiert? Wo ist Taka? Versteckt sich mit den Überlebenden. Die Mongolen kamen vor ein paar Tagen. Sie nahmen Gefangene und töteten jeden, der sich gegen sie stellte. Jetzt kommen sie zurück, um ihr Werk zu vollenden. Das waren nur Späher. Der Haupttrupp kann nicht weit entfernt sein. Dann müssen wir weg. Jetzt! Wir können die Stadt halten.
Wir brauchen Komatsus Schmiede und die Einwohner. Aber wenn du willst, dann geh. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Hammer und Schmiedefeuer. Wie viele Überlebende gibt es? Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmiede. Nicht sehr kampferprobt. Die alle hast du allein getötet? Gute Arbeit. Ich hatte Übung. Kommst du an mehr Pfeile? Gebrauchte. Aus Hauswänden und Leichen. Die müssen reichen. Ja, ich will mich ein bisschen umsehen. Ich habe hier draußen Menschen in Sicherheit gebracht. Eine wurde hier von Mongolen gefasst. Sie lebt. Bin ich sicher? Fürs Erste sind die Mongolen weg. Wir gehen zur Schmiede. Bei uns seid ihr sicherer. Guck aber nach oben nochmal. Nicht, dass wir was hier übersehen, was Wichtiges. Funktioniert die Schmiede? Ja, aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. Ich brauche Waffen. Bessere Waffen. Fürst Sakai. Yuna. Taka. Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Yuna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burg Haneda. Und ich muss ihn befreien. Leise. So, dass niemand es merkt. Hier gibt es eine Schmiede. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen... Ich werde ihn Komatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Ich brauche meinen Gehilfen, Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ich glaube, er suchte nach seiner Frau. In der Stadt. Ich finde Yukio. Yuna, bereit für den Kampf? Das ist sie immer. Mhm. Finde Yukio. Na gut. In die Richtung. Ja, ich bin doch schon da. Chiharu! Ja, Sembe! Na schön. Harbo! Ich hab leider in die Hose. Da ist er! Turgut! Uruksu! Oh, ich dachte nicht, dass wir es noch schaffen. Yukio? Ja? Taka braucht Hilfe in der Schmiede. Kommt mit. Wartet! Meine Frau und ihre Schwester sind am Fluss. Führt mich hin. Schnell. Hier lang. Bleibt bei mir und tut, was ich sage. Ja, los. Da. Hey.
komm. So viel Blut. Lauft weiter, schnell. Es geht leider nicht anders. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier. Verdammt! I swore to protect this island with my life, but now the Mongols have stolen our home, killed our samurai. I can't let more of our people die. I need every weapon we have. Tsushima can't afford anything less. The Mongols have changed you, young master. The world has changed. Sometimes, our only choice is to walk away from everything we know. I sacrificed everything for my people. And I would do it again.